Augenblick. Prägt ihr schon mal alles ein? Ja. Frauen wird ja immer vorgeworfen, ein schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen zu haben. Männer können angeblich nicht zuhören. Diese Vorurteile wollen wir heute auf die Probe stellen. Ihr seht, dass die Wand zwischen euch leicht geöffnet ist. Durch diese Wand könnt ihr jetzt gleich miteinander sprechen. Allerdings dürft ihr weder jetzt noch gleich auf die andere Seite rüberschauen. Ihr steht also jetzt in zwei unterschiedlichen Matchräumen. In beiden Matchräumen befinden sich exakt die gleichen Gegenstände. Im Matchraum 2 stehen alle Sachen dort, wo sie hingehören. Im Matchraum 1 stehen insgesamt 24 Gegenstände an völlig anderen Stellen. Kevin, du siehst, dass in deinem Raum verschiedene Objekte mit Zahlen versehen sind. Mhm. Deine Aufgabe ist es, deinem Partner so exakt wie möglich die Position bzw. die Lage dieser Gegenstände zu erklären. In welcher Reihenfolge du das machst, bleibt dir überlassen. Mhm. Alex, du musst diese Gegenstände in deinem Matchraum entsprechend der Anlage von Kevin anordnen. Ziel ist es, dass nach maximal 6 Minuten beide Räume gleich aussehen. Mhm. Für den direkten Vergleich wird dann nach 6 Minuten die Mittelwand herausgezogen und dann vergleichen wir die beiden Matchräume. Und für jede Übereinstimmung erhaltet ihr dann einen Punkt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt und bei Gleichstand gewinnt die Mannschaft, die schneller war. Kevin, denk dran, Alex kann nur so gut anordnen, wie du schreibst. Ja. Achte daher bei deiner Beschreibung wirklich auf alle Details. Nur wenn die Objekte ganz genau richtig angeordnet sind, erhaltet ihr einen Übereinstimmung. Aber es geht nur um die Objekte mit den Zahlen, ne? Es geht nur um die Objekte mit den Zahlen, das ist richtig. Alles klar. Kevin, laut sprechen. Ja. Habt ihr noch Fragen? Nö. Nee, ganz laut, Kevin, gell? Ja, ich schreie. Gut, dann laufen eure 6 Minuten jetzt. Okay, in Ecke 2 steht ja die Dreier-Sitzgruppe, ne? Ja. Da kommt einmal auf den runden Tisch hinten in der Ecke. Ja. Ein braunes Buch. Eine schwarze. Ein blaues Buch? Ein braunes Buch. Braunes Buch. Ist ja flaches. Ein flaches braunes Buch, genau. Eine rote Vase mit einer roten Blume drinne. Ich weiß nicht, ob das eine Rose ist oder Tulpe. Warte mal, auf dem roten Tisch, da ist schon ein weißes, dickes Buch bei mir. Nein, da kommt ein braunes hin. Ein flaches braunes. Und das Weiße gehört weg, das weiße Dicke. Das weiße Dicke, wo der Zöll, ist dieser Zöller, ne? Ja. Das kommt in das Regal. Ganz, das mache ich schon mal weg. Das kommt ins Regal, ja? Das kommt ins Regal. Wohin? Mittlere, also du hast ja zwei Bereiche, ne? Zwei Bereiche? Ja, du hast ja einmal oben die Ablage, darunter kommt das hin, ganz rechts. Ganz rechts, da ist ein blaues auch noch. Da liegt ein blaues, aber das ist unrelevant. Oder irrelevant, sorry. Wie mit, in der mittleren? In der mittleren, ganz rechts. Ist das Weiße? Das Weiße. Und das Blaue? Das Blaue ist egal. Okay, gut. Dann, wie gesagt, auf den Tisch kommt ein flaches braunes Buch. Ist es gescheckert? Oh. Leicht gescheckt oder ist es. Hat so ein am Rücken, ja, da sind so zwei Hubbel. Zwei Hubbel? Ah, ja. Okay, gut. Dann kommt auf den Tisch eine schwarze Vase. Warte mal. Dann kommt eine schwarze Vase mit so einem gebogenen Hals. Die ist auf dem runden Tisch, ja? Ja, da kommt die hin. An die linke Position von dem Buch. Also das Buch gehört wohin genau? Das kommt mittig. In die Mitte genau? Ja. Mit der Einbahnseite zur Wand, oder? Das geht mit dem, wo die zwei Hubbel sind, zur Wand. Okay. Dann kommt die schwarze Vase. Ja. Links davon, aber oben an die Ecke von dem Buch. Links davon kann ich nichts anfangen. Zur Wand? Ja. Gut. Und der Aschenbecher unten hier. Der Aschenbecher kommt auf den Tisch, der vor den drei Sesseln steht. Auch der runde? Ja. Da liegt bei mir ein Zöller drauf, ein roter. Ja, der kommt praktisch in das Buchregal wieder. Ja. Links ist ja, müsste ein blaues Buch stehen, ja. Und direkt, das kommt aber angekippt dahin. Da liegt ein blaues Buch. Da liegt der Kümpel, Bank und Kapitalmarkt. Nein, da drunter. Ah, da runter, da ist eine Stereoanlage auch. Genau, und da kommt es daneben, aber ein bisschen angekippt. Okay, da ist auch ein blaues. Das ist egal. Okay, gut.
Wie gesagt, der Aschenbecher, wie sieht der Aschenbecher aus? Ist das so ein etwas höherer? So ein silberner, ein höherer. Ja, da gibt es zwei. Genau. Einer ist matter, einer ist glänzend. Der glänzende liegt da jetzt. Ja, der kommt auf den runden Tisch. Ja, passt. Der Tisch, der steht genau in der Mitte von den drei Sesseln. Ah, okay. Wo, der andere, den wir hatten, der steht... Ach ja, stimmt, der andere steht... Also der mit der schwarzen Vase, wo steht denn der? Der steht praktisch, wenn du jetzt in der Mitte stehst, kommen ja erst zwei nebeneinander. Ich schaue jetzt Richtung Pflanze und da steht's links von den zwei, zwischen den zwei Stühlen. Genau, der kommt dann praktisch zwischen dem, der ganz rechts steht und der letzte, der links steht, der an der Pflanze steht. Okay. Oh Gott. So, auf dem, dann hast du jetzt, musst du jetzt einen Tisch, den anderen runden Tisch, den du noch hast. Ist das ein etwas höherer runder Tisch? Ist der höher wie der andere? Ja, da ist der Aschenbecher drauf jetzt. Genau, da ist der Aschenbecher drauf und der Tisch, der kommt genau in die Mitte von den drei Sesseln. Hab ich. So, dann hast du noch einen viereckigen Tisch. Ja. Da kommt einmal drauf. Wohin gehört der? Hä? Wohin gehört der? Der kommt, wenn du auf dem runden Teppich stehst. Ja. Du guckst du geradeaus. Ja. Der kommt jetzt praktisch so rechts schräg vor dir. In Mitte vom Raum, oder was? Ja, genau, genau in die Mitte vom Raum, so rechts schräg vor dir. Okay. So, da ist die schwarze Vase drauf jetzt. Eine große schwarze Vase, oder? Eine große schwarze Vase? Ja, so eine geschwungene auch. Ja, die kommt woanders hin, die kannst du wegtun. Und ein braunes Buch ist auch drauf, ein zweites. Ein zweites braunes Buch? Ja, ja, das andere braune Buch, das kommt wieder auf das Regal. Okay. Aber ganz oben hin in die Mitte. Aber auch etwas schräg, aber das wird gelegen. Ja. Sind da zwei Vögel drauf? Jetzt sind's drauf. Genau. Und links und rechts von dem Buch müssten kommen zwei Eier hin. Einmal ein rot-weißes mit Blumen, einmal ein grün oder türkis-weiß. Ja, ja. Diese Fabergé-Eier. Ja, genau. Und das rote kommt links und dieses andere kommt rechts. Da steht auch ein Aschenbecher und eine Blume. Ja, der Aschenbecher und die Blume kommen da weg. Okay. Der Aschenbecher, der müsste kleinerer sein als der andere. Genau, genau. Der kommt jetzt in die Mitte auf dem Tisch, auf den viereckigen. Jawohl. Und die Blume? Die Blume? Die rote Vase mit Blume. Die kommt auf den kleinen runden Tisch hinten in der Ecke, wo ich gesagt habe. Zu dem braunen Buch. Genau. Da müsste jetzt eine schwarze und eine rote Vase stehen. Wunderbar. Genau. Und jetzt der viereckige Tisch. Da kommt drauf zwei braune. Stopp. Boah, ist das scheiße. Das war schwierig, oder? Das ist scheiße. Weil ich weiß nicht... Was bei mir schon steht und was nicht. Richtig. Ah, mit den Ecken, das war auch blöd, ne? Aber einen Vorteil hat man keinen. Nee, absolut nicht. Ja, krass. Oh. Ja, weil das komisch war, weil bei mir schon die anderen Sachen überall verteilt waren. Das hast du nicht gewusst, gell? Richtig. Na, scheiße. Ja, vielleicht waren wir gar nicht so schlecht, wer weiß. Na, vielleicht habe ich auch falsch angefangen. Ja. Ach, meine Fresse. Ist ja gut. Mach doch nichts. Ja, jetzt, wo ich nochmal auf den Raum gucke, hätten wir echt viel einfacher anfangen können. Ja, im Stress weiß man das nicht.